Wahlkampf in Berlin. SPD und CDU waren ziemlich überrascht, als rechtsextremistische Störtrupps ihre Wahlveranstaltungen aufmischten. Einen Wahlhelfer haben die sogar zusammengeschlagen. Die Braunen machen nicht nur Jagd auf Fremde, sondern auch auf demokratische Parteien. An den Wahlständen treffen die Wähler nicht auf Glatzen, sondern auf artige Herren von der NPD mit artigen Argumenten. Was die Herren tatsächlich vorhaben, das erfährt nur, wer ihre Parteiveranstaltungen besucht. Alexander Kubilinski und Caroline Walter über die Doppelstrategie der NPD. Wer Berlin hat, der hat auch Deutschland, ist meine persönliche Auffassung. Und für die NPD ist das ein sehr wichtiger Wahlkampf, denn wir wollen uns in diesem Wahlkampf in einigen Rathäusern festsetzen und von diesen Rathäusern heraus bei der nächsten Wahl das Abgeordnetenhaus erobern. An den Infoständen sprechen die NPD-Kandidaten über Arbeitslosigkeit und Hartz IV. Aber nicht jeder glaubt ihnen das. Ihr habt Rechtsradikale und die verkloppen Kinder. Was sind Rechtsradikale? Sehe ich aus wie ein Rechtsradikaler? Na sehen Sie, ich bin ja 45 Jahre dabei. Ja, aber es gibt heute noch in eurer Partei Mitglieder, die glauben, Hitler war ein Engel. Wir sind eine moderne Partei, wir wollen die Zukunft gestalten. Ja. Und wir haben also kein Interesse, eine Vergangenheit wieder zu erwecken. Kein Interesse an der Vergangenheit. Wir waren vor wenigen Wochen auf dem Sommerfest der NPD in Dresden. Tausende Rechtsextreme treffen sich jedes Jahr zum Feiern. Außerhalb des Wahlkampfes ist bei der NPD nichts mehr bürgerlich. Eingeladen auch Jürgen Rieger, bekannter Rechtsextremist. Er spricht aus, was die NPD im Wahlkampf nicht offen sagen will. Deutschland war am stärksten, als es Großdeutschland war, 1938. Und mit dieser Stärke gelang es uns, 6 Jahre lang gegen fast die ganze Welt durchzuhalten. In den Zelten findet sich alles rund um Hitler und die Waffen-SS. Das Dritte Reich, hier lebt es wieder auf. Das eigentliche Lieblingsthema der NPD. Ein ehemaliger Waffen-SS-Mann ist Ehrengast. Einer wie er wird hier als Held verehrt. Warum wir uns zur Waffen-SS freiwillig gemeldet haben in der damaligen Zeit, war ja nicht nur eine emotionale Frage, sondern eine Frage der inneren Überzeugung. Doch im NPD-Wahlkampf werden solche Überzeugungen bewusst verschwiegen. Ein Berliner Spitzenkandidat, Eckhard Bräuniger. Er pflegt Kontakt zu gewaltbereiten Neonazis. Für den Wähler hat er einstudierte Sätze parat. Wir denken, dass wir einen Systemwechsel hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit anstreben. Soziale Themen ansprechen. Damit hatte die NPD schon einmal Erfolg. Vor 2 Jahren hat sie es so in den Landtag in Sachsen geschafft. Mit ihren sozialen Parolen habe die NPD aber die Wähler betrogen. Das sagen diese 3 NPD-Aussteiger. Die Landtagsabgeordneten haben die Partei aus Protest verlassen. Was die NPD wirklich anstrebt, wollten sie nicht mittragen. Nach außen hin wird der Protest gegen Hartz IV angeführt und sonstige soziale Themen. Das mag sein, das ist eine gute Maske, die man sich aufsetzt, aber intern spricht man doch vom Vierten Reich und findet viele Sachen des Nationalsozialismus, heißt man gut. Auch Jürgen Schön ist aus der NPD ausgetreten. Er bekam immer wieder Ärger, weil er über seinen algerischen Schwager redete. Und auch seine Sympathie für Juden passte den NPD-Kollegen nicht. Vor einer Woche erst bekamen 2 der NPD-Aussteiger eine Morddrohung per Post. Denke erst an den und denke dann an Röhm, steht da. Ernst Röhm, SA-Führer, wurde Hitler zu mächtig und deshalb in seinem Auftrag ermordet. Aber auch davon ist im Berliner Wahlkampf nicht die Rede. Jörg Hähnel, NPD-Spitzenkandidat. Ein netter Junge im Wahlkampf, ein geschulter Kader. Ja, davon brauchen wir mehr Leute, die politisch bewusst denken. Ja, so die müssen ja nicht alle so denken wie wir, aber wenigstens ein bisschen politisches Bewusstsein würde unserem Land schon sehr weiterhelfen. Ja. Also die Zeit, höchste Eisenbahn, das sage ich Ihnen. Auf jeden Fall. Ganz andere Töne schlägt Hähnel an, wenn er vor den rechtsextremen Kameraden auftritt. Freikorps voran, die Grenze brennt, der Sieg wird unser sein. Wir kämpfen nicht für Hornsenblut und nicht für Gold und Geld. Jörg Hähnel ist auch führendes Mitglied der heimattreuen deutschen Jugend, kurz HDJ.
Die größte Jugendorganisation der rechten Szene veranstaltet geheime Zeltlager für Kinder und Jugendliche. Aufnahmen vom August. Völkische Erziehung mit eindeutiger Richtung. Auch Jürgen Rieger mischt mit bei der HDJ. Er hält dort Vorträge, bringt die Jugend auf Linie. Sein Ideal, ein reinrassiger Mensch, den er züchten will. Und da wollen wir eben eine Elite-Spermienbank also gründen auch, die dann also für Sperma zur Verfügung stellt, was hochqualitativ ist, was also gesundheitlich und intelligenzmäßig, also auf überdurchschnittlicher Basis besteht. Und wo das hinführen soll, das sagt der ehemalige Waffen-SS-Mann. Eine Generation hat einen unglaublich schweren Kampf vor sich und ihr müsst eine neue Ordnung schaffen. Ohne der neue Ordnung innerhalb des deutschen Volkes und darüber hinaus auch einer neuen Ordnung des gesamteuropäischen Raumes werden wir biologisch als Volk und als Großrasse der weißen Rasse im europäischen Raum nicht überleben. Auch für den smarten Jörg Haenel ist Rasse ein Thema, aber natürlich nicht im Wahlkampf. In der Zeitung, die Sie an die Wähler verteilen, finden wir unter Kleinanzeigen auch einen Hinweis auf eine Demonstration. Motto: Revision der Nürnberger Prozesse. Die Urteile gegen Nazi-Kriegsverbrecher sollen aufgehoben werden. Da ist es wieder, das eigentliche Thema der NPD. Aber danach muss der Wähler schon fragen. Wenn wir im Gespräch mit dem Bürger auch auf so ein Thema kommen, dann beziehen wir dazu natürlich auch in unsere Richtung Stellung. Aber im Wahlkampf sagen Sie es nicht, worum es eigentlich geht. Das ist ja auch kein Wahlkampfthema. Mit ihrer Fassade hat die rechtsextreme NPD noch so